Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Game of Thrones, die Telltale-Reihe. Ja, wir haben zuletzt Kapitel 5 bzw. Episode 5 beendet und stehen jetzt der letzten Episode gegenüber. Der junge Mann hier im Bild, was soll ich sagen? Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt und bin so gespannt, wie es ausgeht, wirklich, wie es hier weitergeht. Und ich bin aber auch immer noch ein bisschen angepisst, aufgrund der Entscheidungen, die wir beim letzten Mal treffen mussten, die uns aufgezwungen wurde. Richtig frech, ja. Ja, aber ich drücke hier einfach mal auf Folge 6 beginnen und wir kriegen bestimmt wieder einen schönen Rückblick, was bisher geschah. Ja, oder wir kriegen... Achso, okay, Previously on Game of Thrones. But now I realize it might be far more entertaining to watch Lud tear you to pieces. Last house standing wins. You have a good head for business, Lady Mira. What you need more than anything is an ally. I have to get in there, Sarah. Look, I can't get you in. Margaery's already furious with you. You owe me for this. You're weak. Just like Ethan was. Making Duncan his sentinel. Tja, das hat er nicht kommen sehen, ne? Damien, where are you? Tell your uncle. Tell him that the North Grove must never be lost. Oh nein! Finn! Finn, das habe ich ja schon wieder fast vergessen. We make for the North Grove! Let me save your life and our house. Iron from ice, brother. Iron from ice. Das ist so gemein. Wir sind Garrett. Nördlicher Wald. Can you see anything? Is it the North Grove? Ja, ja. No, yeah. Hear the werewoods whisper. Haven't seen any werewoods this far north. The North Grove, beneath the watchful eye of the Ice Dragon. Wo ist er denn? Ice Dragon. Ach so, da am Himmel. Die Sterne oder was? Die Mundwinkel von ihm sind die besten. The Forester Sigil. Oh. Those look like ironwood trees. Oha. Das heißt, der Nordhain ist sowas wie ein, einfach ein neues Stück Ironwood. Hm. Ach Mensch, Garrett. That must be it. We're close. I think I found it! You found it? Are you sure? We can't afford to waste any more time. Not with the condition he's in. I found it, Sylvie. Right under the eye of the Ice Dragon. Just like it says on the map. You hear that? Hey, it must be close. Ich wette, der stirbt. I hope you're right. I don't know how much further he can go. Och nö. Jetzt kommen die Ekligen. We need to keep moving. Ja. Nicht so laut. His wound is getting worse. Oh, it burns. It burns like all seven elves combined. Aber warum brennt die? Was hat Garrett ihm denn da drauf gemacht? Er hat ihm doch diese Kräuterpackung da drauf gemacht. Listen, Garrett. I know I'm not well. And up here that can get you killed.
but you've always been there for me. Das stimmt eigentlich nicht. If anything happens, I want you to leave me. You take Sylvie and don't look back. Promise me, Garrett. Sylvie would never stand for it. Ja. She'd never leave you behind. Ja. Which is why it'll have to be you, Garrett. I mean this, Garrett. If I'm gone, Sylvie will need someone to look after. Aber ich will keine Schwester. I know she's stubborn and proud, but she's a good person. If I'm not around to protect her, I need to know there's someone who can. So, ich habe ihm nichts versprochen. What are you doing? I found Nightshade. It's poisonous, but in small doses it can help with pain. Ja, vergiften wir ihn doch einfach. It's rare this far north. We can use the nightshade to make Cotter more comfortable. Right. It'll help keep him calm too, in the right amount. Und was Luckily, ist die richtige I know Menge? How to use it. Ach so. Can you help? Mäuschen hat in Kräuterkunde aufgepasst. Ach nö. See this. Ja, Garrett, geht da nicht hin. Das ist gefährlich. Oh. Claw marks. Whatever made this must be enormous. Och nö. Ein Yeti. Oh, Scheiße. Wieso steht bei allem immer anfassen? Wir müssen doch nicht alles anfassen. Ach, warum muss Garrett immer alles antatschen? It's not frozen. Must be a fresh kill. Dann ist das, was es getötet hat, hoffentlich gerade nicht mehr hungrig. Hear the werewolf's whisper. Das war doch da gerade noch nicht, oder? Ist das hier ein Opfertier oder was? Dann hören wir mal, was er sagt. Ist das Lord Voldemort oder was ist da los? Oh fuck. Garrett! Oh fuck. Oh shit! Oh, noch ein Eisbär. Oh nein! Shit! Nein, nicht in die Höhle, das ist wahrscheinlich seine. Oh shit. Get Cotter across! I'll hold it off! Go! Garrett. Och, Garrett, der hat bestimmt Kinder. Und wir haben kein Schwert mehr. Scheiße. Ah. Und ihr wisst schon, dass ein Eisbär das Wasser und das Eis nicht aufhalten, oder? Also... wisst ihr? Und da drin sind bestimmt seine Kinder in der Höhle. Also... Seven Hells. Ich würde da nicht reingehen. Come on! Ja, Garrett geht da rein, kein Problem. Also entweder kriegen wir den Jumpscare des Todes oder einer ist plötzlich weg. Ach du Scheiße. Oder es gibt nach einer dunklen Wegbiegung plötzlich eine Überraschung. Wer weiß. You were right, Garrett. Ach du Scheiße. This has to be the North Grove. Und was ist jetzt hier? Finally, we found it. After everything we've been through. We finally found it. I can hardly believe it's real. Gleich kommt der Bär von hinten und frisst Cotter. Whoever they are, they can help us. Sag ich doch. Hurry! Eieieiei. Wer ist denn da? Sind da Lebewesen? Wer ist denn... Oh, Menschen!
Oh, wow. Hallo. Guck mal, da ist ein Kind. Oh, nö. Run! Head for the village! Wie Garrett aber als erstes losrennt. Help us! Do something! Ist das euer Bär? Hi, Wies. Was? Wait! No! Garrett! Tell them! I represent House Forrester, our squire to Lord Gregor himself. Also entweder denken sie jetzt Gott sei Dank oder der Arsch ist da. Oh, und damit haben wir das erste Kapitel schon überstanden und kriegen ein schönes Intro. Sehr schön. Das letzte Mal, dass wir es sehen. Oh Mann, ich will noch 20 weitere Folgen. Mir macht das richtig Spaß. Können wir nicht noch 8 weitere Familien hier etablieren, die dann ihre eigenen Kämpfe noch austragen? Das fände ich richtig gut. Und beste Charakteren. Mira! Our girl! Mira, Mira, Mira. Mal sehen, wen wir heute hintergehen können. Das Einzige, was mich sehr irritiert, ist halt, dass hier noch so viele Leute am Leben sind. Gut, wir hatten jetzt letzte Mal diese krasse Entscheidung zwischen Asha und Roderick. Aber generell, also wie gesagt, ich habe die Serie jetzt an sich nie gesehen. Aber ich weiß zumindest, das ist das Einzige, was ich weiß, dass da die Protagonisten allesamt ständig wegsterben, jede Staffel. Also, da hat man keinen, wo man sagt, oh, der zieht jetzt durch die ganze Serie. Nee, 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 so ist das nicht. Deswegen bin ich sehr irritiert darüber, dass hier alle so noch so viele leben. Können wir hier lauschen? Nee, ich lausche nicht. Mother! Please, Lady Marjorie! Oh. Please don't send me back to Highgarden! Oh, shit. Finally, you grace us with your presence. I was beginning to think you'd found someone else to serve. Sorry if I kept you waiting. I came as quickly as I could, my lady. I'll get to you in a moment. Oh, shit. Do you realize how precarious my position is with Cersei? Of course, my lady. Of all the people in King's Landing, you steal from the Queen Regent. I didn't mean... Did you know about this? Was? Was hat sie gestohlen? Stealing wine. From Cersei, no less. No, my lady. Belüm. It doesn't sound like something Sarah would do. Is that so? I had no idea. Really? Half the servants in the keep are talking about it, but somehow you're in the dark? Ja, ich habe eben andere Prioritäten. I'm sorry. I shouldn't get so flustered. It's just... I need order in my household. Oh, schade, jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen darüber, dass ich nicht gesagt habe, wir haben den zusammen getrunken. Das wäre noch viel lustiger. Ich sag mal, bei ihr haben wir jetzt eh verschissen, also da ist eh schon vorbei. Until I'm married to Tommen, I can't afford any more mistakes. Na, die ist halt auch in einer ganz schwierigen Lage. I have no choice but to make changes among my handmaidens. Scheiße. Tommen's garden party, Mira. What were you thinking?
I can't believe you'd be so irresponsible. I expected better of you. I had urgent business there, my lady. People were counting on me. Otherwise, I would never have disobeyed you. I'm sure you had your reasons, Mira. You always do. Ach, guck mal, ein bisschen At least you're honest about it. Ja. Während Sarah... Sarah's been saying some damning things about you, Mira. Aha. I suspect in an effort to save her own neck. My lady, please. Alter. You've said enough. Also, aber wie hat sich denn jetzt dieses Loyalitätsgefälle plötzlich verschoben? Vor allen Dingen, wir dachten ja immer, Sarah, unsere beste Freundin, kein Problem, jetzt lässert ihr hinterm Rücken über uns und Lady Marjorie mag uns jetzt plötzlich wieder mehr, weil Sarah halt einfach scheiße ist. Ich liebe dieses Spiel, es darf nicht enden. One of you must answer for this. Ja, was denn? Sarah says you used her to get you into the party. Ja. You've been with me a long time, Mira. Ja. When I'm queen, I'll need people I can count on. Ja. Please. Tell me this isn't true. Oh Gott, nein. Please, Mira. I don't deserve to lose my position for this. Ach Mann. Ach Mann. Aber wir sind ja bisher den Weg gefahren, dass wir Sarah zumindest unterstützen und dreckig lügen, weil die ist ja wirklich anscheinend unsere einzige Freundin. Ich glaube, ich sag die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. My lady, I'm sorry. Vielleicht schicken sie mich ja wieder nach Hause zu Haus Forrester. Sarah's telling the truth. Ja, jetzt mag sie plötzlich Sarah wieder mehr. This has been building for some time, Mira, but it still breaks my heart. Oh, scheiße. I've been nothing but good to you. Das stimmt. I've put up with your schemes. I've even tried to help you and your family where I could. And you repay me with this. I feel betrayed. Oh nein. I won't have it. You'd have done the same in my position. Don't tell me what I will or not do. Jetzt wird provoziert. Consider yourself dismissed from my service. Okay. But my lady, darf get ich nach Hause? Habt ihr das Side-Eye gesehen? Es ist ja nicht mal ein Side-Eye. Aber wie sie die Ohren zusammenkneift und sie anguckt, als wäre sie ihre tiefste Feindin und sie hasst sie. Oh Gott, ich liebe es. Oh scheiße, aber jetzt mal ganz ehrlich, was macht denn eine Zofe am Hofe, die keine Zofe mehr ist? Wird die dann... Ja, weiß nicht, steht es ihr jetzt frei zu gehen? Also kann die einfach wieder nach Hause fahren zu Mama und sich noch ein paar Tipps abholen? Wie man Situationen geschickt aus der zweiten Reihe lenkt. Mach's gut. Lieb euch. Tja. Wenigstens waren wir ehrlich. Ah, Mira, wait. Ach Mensch. Muss die jetzt trotzdem zurück oder kann die bleiben? I'm so sorry. She was so angry. I didn't know what else to do. You saved me from being sent home. Ja, dafür bin ich jetzt nach Hause geschickt. You did that for me. Ja, halt die Fresse. Ich habe noch mehr für dich gemacht, du blöde Kuh. I expected I'd be on my way to Highgarden by now. But you stood up for me. Maybe I shouldn't have. It's cost me a lot. But what's done is done. Well, Alter. Thank you anyway. I know you didn't have to. I wish things had turned out differently. But I suppose this is goodbye. Na, ist doch schön. I'm not sure we'll see each other again. Tarwick is a lovely man. Good luck with your wedding. Thanks, Mira. I'll send you an invitation. Oh, danke. Und ich werde sie ignorieren. There's something I need to tell you. Something I heard. There are some vile rumors going on about you. Rumors? About you murdering a Lannister guard. Oh. I thought you should know. Thanks, Sarah. Careful, Mira. You're on your own now. Scheiße, hätte ich doch mal gelogen. Fuck.
Och, nö, wisst ihr, am Ende ist Mira dann hier die Angearschte. Das finde ich aber scheiße. Was ist denn das? Mira ist der beste Charakter von allen. Nö. Finde ich nicht gut. Kann ihre Mutter sie nicht mal besuchen kommen und dann aus der zweiten Reihe ein bisschen provozieren? Das finde ich alles unfair. Und stattdessen kommt jetzt Asche angeschissen. Das wird Mutti aber freuen. Less than half a league. You were right, my lord. I know that snot-nosed bastard Griff. He was sent to kill me, not Roderick. He wouldn't run home to his father without trying again. Listen close. I want the road surrounded. Ride hard for Ironwrath. Don't turn back. If this goes to hell, they'll need to know about Roderick. Yeah! Lay low and be ready to strike the moment I give the order. Oh, schick dann danke. What order is that, Asha? Oh, oh, tut, was ich tue, vergießt ihr Blut keine Gefangenen. Ey, ich glaube, Asha ist ja ein anderes Kaliber als Roderick. Roderick hat sich ja bisher in Diplomatie versucht. Aber ich glaube, wir bringen einfach alle um. Paint the road with their blood. Yeah. Wir machen die einfach alle tot. Ganz einfach. Die haben meinen Bruder umgebracht. Wir werden uns rächen. Yes, Baby. Seven Hells. Take them. Jetzt gibt's auf die Fresse. Wo sind denn die anderen? Wo sind die anderen? No, Griff. Die hatten doch so viel. Ich wollte gerade sagen, die hatten doch so viele Männer. Yeah, your brother was the coward. You should have seen him squeal. Oh, when Griff gutted him like a pig. Oh. My lord. Unterbrich mich hier nicht. Ich habe was zu tun. Business und so. Wenn sogar Beschka schon besorgt guckt, dann haben wir da vielleicht gerade was übertrieben. Oder hätte der noch was gesagt? Verdammt. We're going to kill them all for this. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich finde, dass der Asha für die Zeit, die das hier sein soll, einen ganz schön modischen Haarschnitt hat? Mit seinem hier oben so ein bisschen länger und so an den Seiten kurz? Also, Roderick. No. I wish I had known him, Asha. Wer ist denn der Ältere? Ich glaube Asha, oder? I'll never get to drink with him, fight by his side. Complain about what an ass his little brother is. Ach doch, der Roderick ist größer, älter. If he said a thing, people believed it. Stimmt eigentlich nicht. Roderick, he kept this house together. Through sheer force of will. Das stimmt eigentlich auch nicht. My brother was a true lord. They'll sing songs about him someday. But you're the lord here now, like it or not. By the laws of your land. And to these men, you've more than proven yourself. Das stimmt. I know. If I don't become lord, Roderick's sacrifice, everything we went through, will be for nothing. Genau. You'll make Roderick proud. Make your father proud. Mein Vater hat mich gehasst. We have to go, my lord. And Lord Whitehill will be on the march. Let's move! Schade, dass nicht der kurze Blick der Erleuchtung durch ihn mal gefahren ist. Der kurze Moment, wo er feststellt, scheiße, ich wurde eigentlich von meiner Familie verbannt, weil die mich alle nicht leiden können. Oh, fuck! Warte mal, das müssen wir kurz mal im Kodex nochmal nachlesen. Der wurde doch verbannt. Oder weggeschickt zumindest. So, Lady Elissa. Genau, Roderick ist der Erstgeborene. Verbannter zweiter Sohn.
Escher war immer ein jugendlicher Rebell, der sich in Tavernen prügelte, mit Huren schlief und Wege fand, um seinen Vater zu verärgern. Aber sein Leben nahm eine dunkle Wendung, als er sich im Alter von 17 Jahren in Gwyn Whitehill verliebte, die älteste Tochter des erbitterten Rivalen seines Vaters. Es folgte Blutvergießen und Lord Forrester stand vor einer bitteren Entscheidung. In den Krieg ziehen oder Escher über die Meerenge ins Exil verbannen. Er entschied sich für Letzteres. Escher lebte viele Jahre in Essos, bevor er schließlich aus der Sklavenbucht zurückkehrte, um sich dem Überlebenskampf seiner Familie anzuschließen. Ach, okay, der wurde der Liebe wegen verbannt. Mit der Gwyn. Oh, ob wir uns da nochmal ranwimsen können? Weil ich nehme mal an, dass Rodericks Freundin uns nicht will. Schade. Die Eleanor? Elena, ne? Elena. Ach, irgendwie so, wie sie halt hieß, ne? Die hübsche Brünette da. Die so schöne Kinder mit Roderick gemacht hätte. Verdammt! Die sahen aus wie aus Sims. Wenn man so die perfekten Einstellungen nimmt. So, ist das der... Ach nee, es ist Eisenrad. So, wir sind wieder da. Mama! Ja. Ich bin Häme. Was los? Ihr kleinen Penner. Da ist Mutter. Ja, Mutter guckt froh. Also ein bisschen besorgt, aber auch ein bisschen froh. Asche. Ja. Asche, du stinkst. Oh, Roderick. Ja. 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 How could this happen? It makes no sense. We were ambushed by the White Hills. There was simply too many. If there was anything more I could have done, I swear, but... It's not fair. Hmm. Talia, Mother, listen to me. We don't dare take time to mourn. Not yet. Lord is sure to move quickly now. He could be at our gates before nightfall. But there's hope yet! I've brought help! Warriors from across the narrow sea! With no equal in Westeros! Ja. Die Mutter denkt sich nur, oh, was für Gesocks hier in unserem Hof, wenn das der Vater wüsste. Scheiße! Hier stinkt es sowieso their skill, schon. They are hardly an army. Und schon wieder ist er am Provozieren. Ist das geil? Die Mutter ist die Beste, Leute. Ich sag's euch. Ich kann's nur immer wieder sagen. Lady, I've seen them Ach, twice schön. In battle. I've seen Asha lead them. They're a force to be reckoned with and will be more than equal to whatever Lud could muster. How can you say that? We've already lost. What are you talking about? Ramsay Snow. He came here. He set terms of war. He said the last house standing wins. And with the Lord of House Forrester dead. I fear she's right. By the terms put forth by the Boltons, we don't have a claim. Roderick may be dead, but the Lord of House Forrester stands before you. I will lead us in battle. This war is not over until I say it is! Asha will lead us! Asha is our Lord! Wir lieben Asha! Und jetzt irgendwer aus der hinteren Reihe. Wurde der nicht verbannt? Und dann irgendwer. Psst! Yay! Asha, I wish this were a happier occasion. But. This sword has been held by a Forrester Lord for centuries. Now, it is yours. Wieso hatte Roderick das nicht dabei? Ach so, ich muss es nehmen. Das Großschwert. Geil. All hail Asha Forrester, Lord of Ironwrath, Defender of the Ironwood Groves. My father never trained me to be a lord. This was supposed to be Roderick's sword, but I was trained to fight. And by the gods, I will defend my father's house to the last breath. House Forrester will prevail this day! Oh
Und das Gesicht von Muttern am Bildrand gerade noch so, ja, das ist mein Junge. Und die nächsten 2 Minuten wird es wieder irgendwas raushauen. Aber das werden wir erstmal nicht sehen, ihr Lieben. Ihr seht es schon an der Zeit. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Mensch, wie die Zeit vergeht, wenn man unglaublich viel Spaß hat. Und wir schauen mal, wahrscheinlich wechseln wir wieder zu Garrett. Ich glaube nicht, dass wir zu Mira gehen. Oder wir bleiben einfach stehen. Was ist da los? Ah, okay, wir sind bei Garrett. Gut. So, ihr Lieben. Und wie es hier weitergeht, das erfahren wir alle leider erst im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.